Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich wieder einmal ein paar neue News zu Season 20 für euch am Start. Und als erstes Thema für heute geht es um ein Rework für Replikatoren. So wie sie aktuell sind, werden sie in Season 20 nämlich fast gar nicht mehr sein und Hypermist hat uns dazu mal wieder was geleakt. Und als erstes haben wir eine allgemeine Änderung für das Punkte- bzw. Herstellungsmetallsystem. Ab Season 20 wird man nämlich keine Punkte mehr sammeln müssen, da man sie automatisch durch irgendwelche verschiedenen Ingame-Aktionen sammelt. Dafür kann jeder Replikator aber auch nur noch ein einziges Mal benutzt werden, also wenn man sich etwas herstellen möchte, dann muss man sich auch gut entscheiden, was man sich herstellt. Dafür fällt die Auswahl dann aber auch nicht mehr allzu schwer, denn es wird nur noch insgesamt 4 verschiedene Dinge zum Craften geben, und zwar Medikits, Schildbatterien, Respawn-Sender und die Banner von toten Teammates. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, was ich von diesen Änderungen halten soll, aber ich denke, dass es in gewisser Art und Weise schon ganz gut so sein könnte. Hypermist hat uns für Season 20 weiterhin noch ein paar komplett neue Modi geleakt, wo der ein oder andere, denke ich, sehr interessant werden könnte. Und der erste der insgesamt 3 Modi nennt sich Straight Shot, und bei diesem hat man 30 verschiedene Leute, also insgesamt 10 Trios, von denen jeder mit vollständig ausgerüsteten Waffen startet. In diesem Modus wird man auch nicht erst per Landungsschiff reinfliegen müssen, sondern immer direkt irgendwo auf der Map starten. Die Maps sind hier aber auch um einiges kleiner als die normalen Battle Royale Maps und man spawnt immer zusammen mit einem anderen Team an ein und demselben Ort, man kann sich aber natürlich nicht aussuchen, welcher Ort das genau ist. Hiermit wird auch zum ersten Mal eingefügt, dass man ohne das Spiel verlassen zu müssen direkt nach einer neuen Runde sucht. Man wird also, während man nach einer neuen Runde sucht, den Gegnern zugucken können, und das ist, finde ich, ein sehr geiles Feature, und wenn es gut funktioniert und es der Community so an sich gefällt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es früher oder später auch in den normalen Battle Royale Modus kommt. Und dieser Modus könnte, denke ich, echt cool werden, da es wahrscheinlich auch ein sehr actionreicher Modus wird, und das obwohl es an sich eigentlich immer noch Battle Royale ist. Ansonsten bekommen wir noch den Modus Lockdown, welcher eine Mischung aus Team Deathmatch und Kontrolle sein soll, und den Modus The Hunt, zu welchem es, bis auf dass er eher zum Ende der Season kommen wird, noch keine weiteren Details gibt. Als nächstes haben wir eine eher schlechte Nachricht für alle Bangalore-Mains unter uns, denn Bangalore wird einen indirekten Nerf bekommen, da die Fähigkeit, das goldene Visier auf MPs zu packen, entfernt wird. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich verheerende Änderung, da man somit nur noch Pistolen oder Schrotflinten mit dem digitalen Einfachvisier spielen können wird. Leider gibt es noch keinerlei Infos dazu, ob die Wingman aus dem Care-Paket rauskommt, aber wenn es so wäre, dann wäre die Wingman, denke ich, sofort die Meta-Waffe für Season 20, da Bangalore halt einfach immer noch ein Top-Pick ist und es einfach OP ist, wenn man durch den Rauch hindurchsehen kann. Und als letztes Thema für heute sprechen wir über einige weitere geleakte Legenden-Perks für Season 20. Im letzten Video haben wir ja bereits über die Perks von Gibraltar und Valk gesprochen, aber es gibt da auf jeden Fall noch ein paar mehr Leaks. Und hier auf diesem Screenshot können wir schon so einige Perks von verschiedenen Legenden gleichzeitig sehen. Und das erste, was einem hier direkt erstmal auffällt, ist, dass Watson 2 Ultis gleichzeitig platziert hat, und Game Informer hat uns wissen lassen, dass das ein Perk für Watson sein wird, also dass sie 2 Ultis gleichzeitig platzieren können wird. Außerdem wird Watson einen Perk haben, durch den ihre Ulti nicht mehr nur Schilde, sondern auch normales Leben heilt, und einen Perk, durch welchen ihre Ulti Granaten nicht zerstört, sondern sie so macht, dass man sie zurückwerfen kann. Weiterhin kann man hier auch sehen, dass Lifeline von ihrer eigenen Drohne wiederbelebt wird, und auch das wird ein Legenden-Perk für Lifeline sein, also sie wird sich halt selbst wiederbeleben können. Ansonsten sind auch noch 3 weitere Perks für sie bekannt, und zwar, dass ihre Drohne schneller heilt, Teammates schneller wiederbelebt werden und Care-Paket-Waffen aus ihrem eigenen Care-Paket kommen. Ansonsten hat Pathfinder noch einen Perk, durch welchen er beim Knocken von Gegnern sofort seinen Grapple zurückbekommt, und Bangalore einen Perk, durch welchen ihr Rauch sie automatisch heilt, wenn sie drin steht. Ansonsten ist auch noch ein Bild aufgetaucht, auf welchem man sehen kann, dass eine Legende nach dem Töten eines gesamten Teams einen Loot-Tick spawnen lässt, und das ist ebenfalls ein Perk für irgendeine gewisse Legende, aber welches genau ist, kann ich euch da leider nicht sagen. Wie dem auch sei, waren das soweit eigentlich alle bisher geleakten Legenden-Perks für Season 20. Da sind auf jeden Fall mal wieder ein paar sehr geile, aber auch sehr, sehr starke Perks dabei, und ich bin echt mal sehr gespannt, wie sich das mit den Perks alles so entwickeln wird. Schreibt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Perks sagt, und lasst ansonsten auch gerne noch eine Bewertung auf das Video da. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.